Rosie Ellis ist bei uns. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind an diesem kalten Vormittag hier in Potsdam. Wie erleben Sie die Lage der Flüchtlinge hier in Potsdam in diesen Tagen und Wochen? Also ich erlebe hier in Potsdam ein wahnsinniges Willkommenskultur, muss ich sagen. Also es ist wirklich so, dass die Menschen in Potsdam sich stark engagieren für Flüchtlinge. Auch die Behörden und die Ämter und die Kolleginnen in anderen Flüchtlingsunterkünften sind sehr engagiert und es gibt wahnsinnig viele Projekte, es gibt viele Ehrenamtler, die sich engagieren und ich habe schon das Gefühl, dass die Flüchtlinge hier in Potsdam sich im Großen und Ganzen wohlfühlen. Es ist natürlich, kann nicht für jedem sprechen, aber ich erlebe das schon positiv, muss ich sagen, ja. Und es hat auch keine Veränderung gegeben nach den Vorfällen in Köln an Silvester? Natürlich gab es seitdem zweimal diese Demonstrationen in Potsdam, aber in der Stimmung würde ich auch, also so wie ich das erlebe, habe ich keine Veränderung gemerkt. Also in der allgemeinen Stimmung unter den, auch unter den Menschen, mit denen ich arbeite. Ja. Jetzt leiten Sie ein Flüchtlingsheim speziell für Frauen. Warum ist das nötig? Also Frauen sind eine Minderheit unter den geflüchteten Menschen. Die haben auch oft besondere Gewalterfahrungen erlebt in deren Heimatländern und auch auf der Flucht. Manche Frauen, die kommen an, sie haben auch besondere Bedürfnisse. Sie brauchen eine stabile Basis, um deren Leben wieder aufzubauen, um Fuß zu fassen. Und wir haben überlegt, dass das einfacher ist in einem Projekt, was besonders für Frauen ist, wo wir wirklich auf die Bedürfnisse von Frauen uns konzentrieren können, auch was Kinderbetreuung anbelangt, auch was diese Selbstständigkeit aufbauen anbelangt. Manche Frauen sind es auch nicht gewöhnt, für sich selber zu agieren und dann können wir das fördern und unterstützen. Wie sieht der Alltag aus in dem Haus, das Sie leiten und welche Schwierigkeiten gibt es da möglicherweise dennoch? Der Alltag sieht aus, dass, ich kann ja einfach sagen, die Frauen kommen an bei uns. Wir arbeiten sehr individuell mit denen zusammen. Also es ist eine sehr kleine Einrichtung. Daher haben wir auch die Möglichkeit, sehr individuell mit den Frauen zu arbeiten. Wir leiten regelmäßig Gespräche, um deren Bedürfnisse und Fähigkeiten herauszufinden und zu überlegen, wie wir die am besten unterstützen können. Und das heißt, sei es bei Arztgänge, bei Behördengänge, bei verschiedenen Projekten, Deutschkurse natürlich sehr wichtig und auch Kita-Plätze und Schulplätze für die Kinder, alles zu organisieren und die dann auch dazu zu ermutigen, dass sie das langfristig auch selber organisieren können. Es gibt in vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Berichte auch, dass Frauen, Flüchtlingsfrauen in Massenunterkünften auch wieder sich in Sicherheit bringen müssen, dass es Übergriffe gibt, dass es Beleidigungen gibt, bis zu Missbrauchsfällen, von denen berichtet wird. Erzählen das die Frauen, die zu Ihnen kommen, berichten die auch solche Sachen? Ich habe von den Frauen, mit denen ich in dem letzten Jahr gearbeitet habe, nichts gehört über solche Fälle. Das schließe ich natürlich nicht aus, dass sowas passiert. Und ich habe auch von Kolleginnen gehört, dass sowas passiert ist in anderen Unterkünften. Ich arbeite natürlich in einer Unterkunft nur für Frauen, deshalb kann ich auch wenig dazu sagen in meinem Arbeitsumfeld. Aber solche Überfälle gibt es auf jeden Fall. Aber ich habe keine persönliche Erfahrung zu berichten. Aus dem, was Sie erleben, was ist da nötig in Sachen Integration, vor allem auch in dem Fall jetzt speziell für die Frauen? Wo sind da Defizite im Moment? Was erwarten Sie vom Land, von der Stadt, aber vielleicht auch von der Bundesregierung? Also momentan gibt es, ganz wichtig sind diese Deutschkurse und es gibt ganz viele Deutschkurse, die gefördert werden und das ist super. Es gibt aber trotzdem noch nicht genug Plätze und es gibt vor allem noch nicht wirklich genug Plätze für Frauen, die weder lesen noch schreiben können und die benötigen natürlich eine besondere Unterstützung. Was es auch mittlerweile gibt, ist eine Art Hierarchie unter den Flüchtlingen. Also es gibt Flüchtlinge, die aus zum Beispiel Syrien, Irak, Iran, Eritrea kommen. Die haben da würden besondere Kurse für die gefördert. Und dann gibt es Flüchtlinge aus anderen Ländern, für denen es einfach gar keinen Deutschkurs gibt. Und das ist natürlich ein Problem. Also da muss was gemacht werden. Wie kriegen Sie eigentlich die ganzen kulturellen Unterschiede? Auch bei Ihnen sind ja Frauen aus ganz völlig verschiedenen Ländern. Wie kriegen Sie diese kulturellen Unterschiede gemanagt, aber auch das unterschiedliche Wissen, das die Menschen mitbringen? Ja, die Menschen sind sehr unterschiedlich. Also das ist auch das Interessante an der Arbeit. Das funktioniert erstaunlich gut. Also wir haben wirklich Frauen aus
alle möglichen kulturellen Hintergründe, alle möglichen Religionen, Bildungsniveaus. Meiner Erfahrung nach kommt es auf die Persönlichkeit drauf an, nicht wirklich drauf an, wo die herkommen oder was deren Religion ist. Wenn man eng mit den Frauen zusammenarbeitet und auch viel gemeinsame Aktivitäten fördert und auch unsere Unterkunft, die haben auch Gemeinschaftsräume, wo sie ständig die ganze Zeit, sie haben auch Rückzugsräume, also deren eigenen Zimmer, aber die haben einen Gemeinschaftsraum. Und die verbringen viel Zeit miteinander und das heißt, die lernen einander auch sehr gut kennen auf der persönlichen Ebene. Und meiner Erfahrung nach funktioniert das auch ganz gut, weil das geht über diese Unterschiede hinweg, dass man einfach sich kennenlernt und dann ist es auch nicht so wichtig, wenn die eine Muslimin ist und die andere Christin. Also im Großen und Ganzen natürlich spreche ich allgemein, ja. Rosie Ellis, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind und uns Einblick gegeben haben in die Arbeit in Ihrem Flüchtlingsheim und deswegen Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit. Dankeschön, sehr gern.